Ja, moin moin. Über folgendes Buch schreibt der Autor selber. Ich begann im Oktober 1987 mit der Arbeit an diesem Werk der Kriminalliteratur. Die Recherchen waren aufwendiger und dauerten viel länger, als ich mir vorgestellt hatte. Das Schreiben war ein brutaler Wettlauf zwischen meiner Story und der Realität, die ja in atemberaubendem Tempo voranschreitet. Helge Schneider, Stepptanz. Helge Schneider, muss ich noch groß vorstellen, Musiker, Entertainer, Komödiant. Er hat aber auch viele Bücher geschrieben, zieh ich aus Alte Hippe, Der Mörder in Strumpfhose, der scharlachrote Kampfhuhn, Eiersalat, Autobiografien und jetzt ein neuester Streich, um Kommissar Schneider, Stepptanz. Es ist nichts für Krimi-Fans, es ist was für Krimi-Fans, es ist eine Blödelei, es ist einfach nur purer Spaß. Wer Helge Schneider kennt, weiß, worauf man sich einlässt. Schon sein erster Kriminalfall, zieh ich aus, Alte Hippe, endete ja so, dass im Nachwort gesagt worden war, die meisten Morde, die in diesem Fall vorkommen, haben nichts mit dem Fall zu tun. Dementsprechend kann man hier auch darauf eingehen, dass man hier durchgeschleudert wird, durchgerüttelt wird und diverse Morde natürlich passieren, die auch nicht immer sehr liebevoll dargestellt werden sind, beziehungsweise auch vor Brutalität, aber auch wieder mit dem unglaublichen Witz daherkommen. Kommissar Schneider hat sich ein neues Auto gekauft. Er fährt mit seinem Coupé, den er selber über den TÜV gebracht hat. Gleichzeitig wird in einer Stube ein Mann mit einem Spaten erschlagen. Und sie sind ganz erschrocken, was sie denn dort sehen, weil dieser Mensch scheint irgendwie hohl zu sein. Irgendwie kommt Drähte heraus, etc. Ein weiterer Tatort bzw. ein weiterer Ort ist bei einer Apotheke, wo ein Mann plötzlich Lötdraht kauft, am liebsten verbleibt, was nicht wirklich auch zu Problemen stellt, weil der Verkäufer sagt, das darf ich eigentlich gar nicht verkaufen. Man wird sich dann doch irgendwie einig, weil man schenkt sich gegenseitig Lötdraht und man schenkt dann wieder dafür Geld. Und was macht dieser Mann damit vor? Was macht er? Und diese Hybriden, die da plötzlich irgendwie auftauchen, Menschen, die hohl sind, aber irgendwie aus Maschinen teilen, wie auch immer. Was ist dort wirklich am Laufen? Was passiert? Und was hat das mit dem ganzen Stepptanz auf sich? Eine aberwitzige Geschichte. Kommissar Schneider hat viel zu tun, aber auch wiederum nichts zu tun. Er achtet natürlich auf seinen Feierabend. Natürlich fährt er auch dementsprechend, nimmt er jeden Stau in Kauf, versucht ihn aber auch zu entkommen. Versucht auch pünktlich dann natürlich noch ins Büro zu kommen, damit er natürlich seine Spesenabrechnung noch schaffen kann. Aber nebenbei muss er natürlich auch die ganzen Morde aufklären und wissen, was wollen die Menschen, was passiert da. Stepptanz, Helge Schneider, unglaublich witzig, aber auch natürlich Blödelei, wie man es von Helge Schneider zu erwarten hat. Also für Helge Schneider, Fans, ein Muss und viel Spaß. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.